Sollte, glaube ich, klappen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es könnte klappen. Sind die Stufen genügend? Ich weiß nicht, wie viel... 7 Stufen und wir sind dabei... 6, ne? Okay, das Gute ist, wir können auch die Spezialbeschwörung mit denen machen. Was uns... erlaubt, eine Stufe uns zu erhöhen. Und jetzt können wir den Nitro-Krieger uns rufen. Gott sei Dank! Gott sei Dank hatten wir das. Dann konnten wir uns Gott sei Dank noch, dadurch, dass wir die Stufe erhöht haben, oder um einen erhöht haben, noch den Nitro-Krieger rufen. Sehr gut. Wir ziehen noch eine Karte. Wir aktivieren diesen Effekt. Auf die Karte. Battle-Phase. Kann er das nur einmal, ne? Kann ich als Normalbeschwörung. Ich zerstöre die lieber. Ich habe so Angst vor dieser Karte. Die ist mir echt unheimlich. So, kriegst nochmal ein bisschen Schaden dazu. Oder auch nicht. Achso, bestimmt in Höhe der Grundattacke, wa? Ja, da hat er ja bestimmt der Grundattacke Fragezeichen. Ja, der Hälfte des Monsters, das zerstört worden ist. Ja, gut. Wähle einen deiner verbannten Zombie-Monster, lege das gewählte Ziel auf dein Deck. Aha. Dann leg das da drauf. Och, nö! Der hat die nochmal! Och, Mann! Das gibt's doch gar nicht! Der kann die doch nicht ständig haben! So eine Kacke, Mann! Ich hasse diese Karte von ihm! Ich hasse die wirklich! Scheiße! Och, Mann! Das ist so Pech hier alles! Das ist alles Pech! Mann! Da läuft es einmal, weißt du? Da läuft es ein einziges Mal. Ja, das können wir gleich machen. Dann können wir uns den gleich nochmal rufen. Oh, das gibt's nicht. Ich hätte den, glaube ich, gleich schon machen können. Dann hätte ich irgendeinen von den Großen hier. Und die Stufe wird dann ja erhöht um die Stufe der Anzahl da. Und ja. Naja, ich bin froh, dass wir diese Eisenschrott-Vogelscheuchen haben. Wirklich. Da bin ich wirklich, wirklich froh drüber. Wirklich. Also. Es gibt kaum etwas, worüber bin ich noch frohiger. So, der ist wieder tot. Okay, auf ein neues. Dadurch, dass wir den Nitroglycerin-Typ gezogen haben. Ruf der Gejagten können wir auch immer schön ablegen. Dann setze ich jetzt diese Karte. Flip, beschwöre diese Karte. Typisch. Beschwöre diese Karte. Wir haben einen Fünfer. Und dann hatte ich jetzt eigentlich gedacht... Ich weiß jetzt gar nicht, ab wann die Fallenkarte auslöst. Die wollte vorhin die ganze Zeit mit mir spielen, die Fallenkarte, aber jetzt nicht mehr. Beschwört ein Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Bis zur Endphase. Ja, da habe ich ja nichts von, weil ich ja kann gerade nicht beschwören. Okay. Okay, ich kann gerade nicht beschwören. Also lassen wir es mal. Ich weiß gerade nicht, was ich auf dem Friedhof habe, ehrlich gesagt. Auch eine große Karte, ne? Dadurch könnten wir natürlich auch die Karte holen. Aber ich könnte diese Friedhofkarte natürlich auch für was anderes benutzen. Ein bisschen mehr. Wir müssen das dann machen, wenn ich so gefragt werde. Weißt du? Wenn ich gefragt werde in meinen Zug. Ich habe da ja nichts von, wenn in seiner Endphase das dann wieder zurückgeht. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja. Ja. Welche ist es jetzt? Hä? Ich habe schon wieder einmal Nein gedrückt, oder? Ich habe da, glaube ich, schon wieder einmal Nein gedrückt. Okay, dann rette ich mir mal ganz kurz den Arsch. Ich habe, glaube ich, schon wieder einmal zu viel Nein gedrückt.
aktiviere die mal. Ich muss mal ganz kurz was testen, ob ich das alles richtig verstehe oder nicht. Ich dachte schon, der Machruf der Gejagten gar nicht mehr. Ich war gerade total verwirrt. Hey, jetzt bin ich... Habe ich jetzt irgendwas falsch? Ich bin total verwirrt gerade. Ich habe schon wieder irgendwas falsch gemacht, oder? Jetzt kommt die Endphase. Jetzt ist ja oben zerstört, oder nicht? Ist sie nicht? Aber der hat doch jetzt mehrere Sterne, oder nicht? Ich bin total verwirrt, hä? Kann ich die nicht opfern? Kann ich den Gerümpelsoldaten hier nicht opfern? Den Gerümpeltypen, kann ich den nicht opfern für... Weil der mit Ruf der Gejagten geholt worden ist. Kann das sein? Ich beschwöre die jetzt einfach mal. Ich bin jetzt mal ganz doof und beschwöre die. Doch, ich kann jetzt irgendjemanden... Hä? Ich bin gerade total... Ich bin gerade total raus. Aber die Stufen haben noch gepasst, oder nicht? Hä? Okay, ich bin gerade irgendwie... Irgendwie raus. Eigentlich ganz gut. Oh, die da oben. Nee. Lass mal, wir machen das mal. Wir machen uns mal zwei starke Karten. Und nicht eine ultra starke. So, jetzt kriegst du die 1300 Angriff dazu. Die Karte ist ja nicht... Die blockt mich jetzt nur einfach. Achso, damit haben wir seinen Angriff verniedrigt. Ja, stimmt. Stimmt. Oh, das war ja... Das ist ja... Das klingt ja sogar nach einem intelligenten Schachzug. Dadurch haben wir ja seinen Angriff verringert. Das klingt nach einem intelligenten Schachzug. Der kam zwar irgendwie so... So verwirrend, überraschend, aber irgendwie... Ja, vielleicht habe ich die eine Karte einfach noch nicht so ganz verstanden. Egal. Wenn du jetzt nochmal wieder die Karte hast, ne? Dann hüpfe ich aber um irgendwas hier. Ich habe keine Ahnung. Oh cool, ruft der Gejagten. Ich bewahre mir Ruf der Gejagten echt mal lieber auf. Bin ich ganz ehrlich, bewahre ich mir lieber auf. So. Jetzt haben wir ihn ein bisschen... Wenn jetzt die Software nicht wieder abstürzt, könnten wir eventuell gewinnen. Es liegt jetzt alles anhand der Software. Bewahre mir Ruf der Gejagten auf. Falls er wieder sein Staubsauger-Ding da hat, da sein Ich mach alles kaputt-Teil. Nee, das ist gut. Das muss ich nicht unbedingt haben. Du stehst auf diese Karte, oder? Die macht dich richtig schön rollig, oder? Ich glaube, die macht dich richtig rollig, die Karte. Also diese Karte, die musst du unbedingt immer in den Griffeln haben, wa? Oder irgendwo rumliegen haben. Bin schon froh, dass er nicht sein anderes Ding da gerufen hat. So. Weil ich so super intelligent bin, setze ich den jetzt in Angriffsmodus. Yeah. Nö, alles gut. Schafft leider nicht, irgendetwas anderes kaputt zu machen. Außer vielleicht irgendeiner von den Zombie-Karten, aber naja. Ich riskiere es ehrlich gesagt mal lieber nicht. So können wir wenigstens schon mal 300 abziehen. Dann hätten wir das mal gemacht. Hätten wir ihn 2800 abziehen können. Aber wer rechnet denn damit? Und ruft der Gejagten. Und wen rufst du? Dein Zombie-Geister-Ding. Der geht doch sowieso gleich wieder kaputt, oder nicht?
Habe ich jetzt noch? So, Ruf der Gejagten. Ah ja, um es einfach mal aufs Ende zu bringen. Ruf der Gejagten. Er ist der stärkste von allen. Zudem ist er ein ein Empfänger, also. Nein. Es lohnt sich nicht, den da jetzt anzugreifen. Nein, es lohnt sich nicht, den da anzugreifen. Okay. Aber die Karte ist sowieso gleich kaputt. Das war halt nur für seinen eigenen Schutz da gerade. Aber naja, vielleicht haben wir gleich auch endlich gewonnen. Dann ist dieser Typ endlich tot. Wehe Software, du stürzt ab weiter. Ich komm da reingekrabbelt, ganz ehrlich. Ich komm da reingekrabbelt. So, mit dem großen Angreifen. Und im Endeffekt haben wir gewonnen. Also laut meinen mathematischen Fähigkeiten müssten wir jetzt gewonnen haben, oder? Oder? Warte, Mathe ich nicht gut. Oh, da war knapp gerechnet. Das war jetzt aber ein bisschen knapp gerechnet. Na endlich, das hätte schon die ganze Zeit sein können. Aber nein, die Software musste abstürzen. Ich habe seine Stimme jetzt auch vergessen, weil es zu lange gedauert hat. Das war wirklich ein tolles Duell, Hunter. Ich glaube ja nicht, dass ich die Niederlage einfach auf mich sitzen lasse, Jose. Okay. Ich glaube, irgendwie so war die oder so. Puh. Okay. Zweite Runde, Machtprobe. Ja, dann machen wir die Folgen wieder ein bisschen länger. Ihr wisst ja, wie es läuft. Husseins nächstes Duell war gegen Greiger. Rex Godewin hoffte, dass Greigers Macht verursachten wurde, Husseins feuerroten Drachen hervorzurufen. Doch vor dem Duell hatte Husein und Greiger eine kleine Konfrontation. Nachdem Greiger Leo erwischte, wie er versuchte, sich in sein Geschäft zu schleichen, um einen Blick auf einen neuen Duellrunner zu erhalten, brachte er den Jungen wieder nach Hause zurück. Leon wollte ja einen kleinen Vorgeschmack auf meinen neuen Duellrunner wie alle anderen da draußen. Wirst du den Sicherheitsdienst rufen? Nein, er erinnert mich an meinen kleinen Bruder. Ich werde ihn nicht bestrafen, nur weil er versucht hat, dir zu helfen, unser Duell morgen zu gewinnen. Es wird keinen Unterschied machen, du wirst immer noch verlieren. Ich muss ja noch ein bisschen auf diesem Turnier fahren, für mich und meine Zukunft. Was ist mit dir? Warum duellierst du dich? Für meine Freunde, ich habe keine andere Wahl. Lass mich raten, Godewin macht dir ein Angebot, das du nicht ablehnen konntest, oder? Woher weißt du das? Ist er auch zu dir gekommen? Er bot mir die Möglichkeit, mein Familiendorf wieder aufzubauen. Ich brauche seine Kraft für den Wiederaufbau meines Dorfes. Es wurde von Feuer und Zerstörung in einer Naturkatastrophe heimgesucht, was man noch nie zuvor gesehen hatte. Direktor Godewin versprach mir zu helfen, aber nicht bevor ich versprach, ihm mit seiner Suche zu helfen. Greiger, du siehst nicht, dass er dich benutzt? Wenn es der einzige Weg ist, mein Dorf wieder aufzubauen, dann werde ich mich benutzen lassen, wie viel er will. Ich kann zwar abends nicht mehr sitzen, aber ist ja egal. Es tut mir leid, aber ich muss morgen gewinnen, egal was passiert. Schließlich traf sich Husein und Greiger in der Arena. Du nennst das ein Duellrunner, Husein? Ist es mit Stützregeln gekommen? Nur weil deins größer ist, bedeutet es nicht, dass du besser bist, Greiger. Ja, richtig. Sprich mit mir, nachdem das Duell fertig ist. Viel Glück, weil das wirst du brauchen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Diese Karte verstört mich auf mehrere Arten. Okay, wir müssen als erstes anfangen. Mal gucken. Ich komme mit Husseins Deck ein bisschen mehr klar wieder. Also man merkt ja, dass ich ein bisschen profimäßig agiere. Oder? Merkt man, oder? Oh, da ist eine neue Karte, die kenne ich noch nicht. Aber das Gute ist, wir haben schon mal die eine Empfängerkarte und wir haben die andere Karte. Also können wir jetzt mit der einen und der anderen Karte, aber leider haben wir auch das Problem, dass er zuerst anfangen darf und wir haben keine Schutzkarte, die uns schützt. Es sei denn, wir ziehen jetzt eine... Nein. Okay, wer ist das denn? Falls du in diesem Spielzug einen Monster als Normalbeschwörung beschworen hast, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um ein Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert, das in diesem Spielzug mit einem deiner Monster gekämpft hat. Okay, ich verstehe. Ich verstehe wirklich. Ich verstehe wirklich, ja. Ich sag euch das. Okay, erstmal Deck ausdünnen. Das ist wichtig. Wir müssen das Deck ausdünnen. Was ist das hier für einer? Okay, ich habe vorher nicht reingeguckt.
Ich hole mir den jetzt einfach. Das ist ein neuer Empfänger. Ich habe vorher nicht reingeguckt, verdammt. Ich war jetzt so darauf. Oh, schön, das ist eine Zweierkarte. Sehr gut, da können wir gleich unseren... Wen haben wir... Wer ist denn neu hier? Der da. Hehe. Ein Monster auf dem Spielfeld wählen, rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus oder diese Karte ausklinken und in als Spezialbeschwörung. Okay, 1000 Angriffe, wenn diese Karte, naja. Ich werde jetzt Gerümpelkrieger rufen. Mit Gerümpelkrieger können wir nämlich seine Fähigkeit nutzen, weil wir echt Glück gehabt haben, dass diese Karte gerade auf den Friedhof gelegt worden ist. Können wir die nämlich jetzt hier hinschmeißen. Dann können wir nämlich unseren Gerümpel-Pümpel hier holen, unseren Gerümpelkrieger, indem wir die beiden Karten opfern. Ihr wisst ja, wie es läuft. Er kriegt dann zwar keine Attacken mehr dazu, aber ist ja egal. Wir haben 2300er Monster am Anfang. Wir werden dieses Monster natürlich noch ein bisschen abstärken, indem wir noch das hier dazu setzen, um ihn auch zu schützen, falls der irgendwie zerstört werden soll. Und dann... werden wir die hier nochmal spezial beschwören. Und dann haben wir das eigentlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich die spezial beschworen habe. Eigentlich nur als eine Tributkarte, um ein Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Ah, na gut. Kann ich noch mitleben? Kann ich ehrlich gesagt noch mitleben? Zauberreaktor. Oh, da müssen wir aber, glaube ich, aufpassen, oder? Warum? Doof. Verdammt! Ja, der hatte... Oh, der hat schon wieder genau die Karten gehabt, die alte Wurstpelle. Kacke, scheiße, Mist. Ist das ein Krieger? Das ist eine Maschine. Wenn ich jetzt den rufe... Okay, ich muss ganz kurz gucken, wie viele Sterne der hat. 4. Okay, damit kommen wir klar. Können wir rufen. Dann haben wir wenigstens nochmal wieder eine Karte. Den Bohrsynchron. Dann können wir den hier rufen. Das ist zwar irgendwie eine Waffe. Ist das ein Krieger zufällig? Nee, eine Maschine. Oder diese Karte ausklingen und als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition beschwören. Solange das gewählte Ziel durch diesen Effekt ausgerüstet, erhält es 1000 Attacke. Falls das gewählte Ziel ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Attacke des zerstörten Monsters auf Friedhof zu. Ist echt stark. Müssen wir uns aufbewahren und vielleicht auf einen Tempokrieger oder irgendwie sowas oder auf irgendwas, was richtig viel was ziemlich stark ist, raufmachen? Oder wir gucken einfach mal, was da jetzt schon wieder passiert. Nichts. Dein Gegner kann in diesem Spielzug keinen Angriff deklarieren. Alles klar. Verstanden. Toll. Danke. Mist. Jetzt könnte er natürlich eine Karte rufen oder so. Er hat auch eine Beschwörung hier. Also ich weiß nicht, was. Er ist eine einzige. Bestimmt irgendwas Starkes. Finde ich nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass wir eine Sprengkapsel hier haben müssen. Falls diese Karte in verdeckter Verteidigungsposition von einem... Achso. Nur in verdeckter Verteidigungsposition, ne? Maschine. Das ist ein Krieger. Wenn wir ihn jetzt schon mal beschwören, einfach nur aus Jux und Dollerei. Wir könnten natürlich den jetzt damit ausrüsten, aber ich versuche, den damit auszurüsten. Das können wir ja auch so machen. Ja, stimmt. Wir können ja dann zweimal beschwören. Ja. Das könnte man natürlich machen. Ja. So, dann hat er schon mal 2100. Ich belasse es erstmal bei der anderen Karte. So, die wird ja nicht geflippt. Ich hoffe nicht, dass es eine Zündermine ist. Das ist Zauberreaktorkarte, okay. Gut. Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns ein 3900 Monster Angriffsmonster, ein 3100 Angriffsmonster zu machen, indem wir den die da hier geben. Den die da, die da. Okay, Nitro. Wir haben Nitro-Lizerin. Setzen. Ich setze sie einfach mal. Ich bewahre mir diese eine Karte aber noch, ehrlich gesagt, auf Sicherheit auf. Das war klar. Es war so klar. Es war klar, dass das irgendwann passiert. Können wir nichts machen?
Weil wenn er die Dinger schon hat, dann hat er sie ständig. Dadurch stirbt es leider unser Geschützturm hier mit 2100, aber naja. Was soll's machen, ne? Ich glaube, in seiner Endphase stirbt meiner jetzt, ne? Oder? Jetzt stirbt er in meiner Draw, also in meiner Draw-Phase, okay. Aua. Alles nur Mistkarten hier, ey. Ehrlich, alles nur Mistkarten. Wir haben leider nicht wirklich viel. Okay, ich werde es echt riskieren, weil ich hoffe, dass er die jetzt einfach nicht nochmal hat. 1800. Ugh.